steht Martina Rumschick, hat gerade eine Veranstaltung moderiert, den Award. Und ich bin ja als Moderator immer neidisch, wenn jemand so viel Stimmung in den Laden kriegt. Ich glaube nicht mehr, dass wir die Stimmung in den Laden bringen. Das ist ganz klar unsere Branche. Man merkt, jeder hat wieder richtig Lust, hier zu sein. Erster Messetag, die Stimmung ist gut. Und dann noch einen Award zu gewinnen, nachdem wir letztes Jahr eine Pause gemacht haben, das ist hier natürlich der Knaller. Und deshalb glaube ich, dass alle, die heute hier ausgezeichnet wurden mit Gold oder auch mit einem normalen Award, die freuen sich riesig. Und deshalb ist die Stimmung so toll hier heute in der Halle. Wie kann man denn so einen Award gewinnen? Welche Bedingungen gibt es? Wo bewirbt man sich? All das. Wir starten immer ungefähr Anfang des Jahres im Januar mit der Ausschreibungszeit. Da kann man sich dann anmelden. Das kommunizieren wir alles über den Newsletter und über die Website. Und dann wird erstmal eingereicht. Und nach einem 3-4 Monate Prozess gibt es eine Jury. Das sind immer 6 bis 7 Personen, eine Fachjury aus der Branche. Wir versuchen das jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich zu besetzen. Aus dem Handel, Journalisten. Wir nehmen die neuen Produktgruppen der Eurobike mit auf, also Future Mobility Themen. Und diese Fachjury entscheidet dann, welches Produkt würdig ist, einen Award zu gewinnen. Kriterien sind zum Beispiel der Innovationsgrad, ist es nachhaltig, das Design auf jeden Fall. Wie ist aber auch das Nutzen von Produkten und das verbaute Produkt dann tatsächlich? Genau. Und wie viele Einreichungen gab es? Wie viele Gewinner? Wir hatten dieses Jahr über 300 Einreichungen, was für uns ein total cooler Erfolg ist, nachdem wir jetzt ein Jahr Pause hatten. Und insgesamt 45 Produkte awarded jetzt. Genau. Na, das hat Spaß gemacht. Schönen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten. Und dann wünschen wir natürlich gutes Gelingen für die Messe. Vielen Dank und noch viel Spaß auf der Eurobike.